Herzlich willkommen hier bei Temur 67 Gaming. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder Mittwoch, Minecraft Mimi, ne? Minecraft Mittwoch, Entschuldigung. Ja, zuerst die Gäste, die Schokodiemen, Hallöchen. Hallöchen. Und den guten Schmersch, Hallöchen. Schönen guten Abend. So. Ich brauche nicht in der Botanik wegen meines Seminars. Wird alles vor Ort gemacht. Das ist doch gut. Gott sei Dank. Das ist irgendeine halbe Weltreise und so. Nee, alles vor Ort. Da hat er so ein so bang ab, dass er irgendwo hinfahren müsste mit dem Zug und sonst wo irgendwo umsteigen. Halt, ich wollte mal zu fressen einpacken. Ja, das wäre ja noch nicht das Schlimmste. Schlimmste ist für mich dann da zu schlafen, dieses Heimweh, was ich dann immer entwickle. Ja. Ja, wenn man das nicht so mag, dann ist das doof, ja, stimmt. Also, alleine nicht. So, immer ein bisschen was hier wieder einpacken. Was haben wir hier so Tolles hier? Aber von irgendwas so ganz viel. Ich glaube, ich kann heute mal auf rote Bete-Burger. Die nehme ich mal ein paar mit. So. Was haben wir denn heute Schönes vor? Ja, restliche Sachen fertig machen, denke ich mal. Also auf der Blumeninsel dann, oder? Genau, kannst ja mal gucken, wie weit wir sind. Ich bin halt dabei, in Odolgo etwas auszubauen. Ah, auch schön. Ja, stimmt, das war ja noch ein bisschen... Genau. Mama, guckt ihr die Poperze oder was? Ja, kannst ja mal kratzen. Nee, mit Sicherheit nicht. So. Ich kann gleich einen Gartenschlauch nehmen und dich mal abspritzen. Das kann ich machen. Toll, dann hätte ich mir das Duschen ersparen können. Ich habe ein Spinnennetz gekriegt. Toll, super. Tja. Pack mal dahin. Da wohnt zwar jemand, aber ist egal. Fällt gar nicht auf. So. Was gibt's Neues, Schmersch? Ja, ich habe ja mir einen Laptop jetzt gegönnt, aber ist noch nicht eingerichtet. Mhm. Setze ich mich im Urlaub dran. Jetzt so hier oben, wo es so ein bisschen was ist, schon installiert und so, aber so ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Mhm. Boah, das kommt dann so nach und nach. Es läuft. Soll ja auch alles schön sein und laufen, ja, genau. In Gaming? Dann, also, der Laptop wird dann irgendwann meinen PC ersetzen. Mal gucken, wie schnell das dann geht. Ja, mal gucken. Ja, mit meinem Heimweh ist es ja, das ist immer, wenn ich dann alleine irgendwo bin. Das hatte ich aber früher nicht gehabt. Seit ich mit Mike mit Tempo zusammen bin, erfehlt mir dann einfach, weißt du? Du hast nichts zum Stänkern, ich weiß. Oh, meine Güte. Oh, jetzt ist der Schmerz. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Sag mal, hast du den Dungeon hier zugemauert oder was hast du hier veranstaltet? Warum kommt man denn da nicht mehr rein? Welchen Dungeon habe ich zugemauert? Den Odolgo, den. Odolgo gibt es keinen Dungeon. Da gibt es keinen Dungeon. Ja, kann sein, dass ich irgendwie was zugemacht habe, ja. Ja, hast du auch. Was sieht? Ein bisschen drin. So, sind eigentlich jetzt hier alle Wege eigentlich jetzt hier soweit fertig? Ist ja eigentlich soweit hier alles hier ordentlich aus. Mal kurz alle Wege abgehen, das sieht eigentlich doch soweit ganz gut aus, oder? War ja auch eine Menge Arbeit hier alles ordentlich zu machen. Ja, glaube ich. Doch direkt hier. Ja, hier gibt es noch einen Weg. Ja, so ein paar treiben sich da rum. Ja. Weiß auch nicht warum, aber. Ist so. Ja. Ja, heulen die Wölfe schon wieder. Was meintest du? So, ich. Ja, hier ist doch schleicht auch wieder einer rum. So ein Schleichmichel. So ein richtiger Michelschleicher? Also ein Schleichmichel. Hatte ich mal als Kind als Kuscheltier gehabt. Wenn ich den irgendwo herkriege, dann hole ich mir. Schleichmichel. Jetzt kann ich ein bisschen hier was abbauen. Aber dann habe ich neulich schon mal also auf dem Laptop
war World of Tanks ist dann schon mal drauf und so weiter. Da habe ich mich gewundert, warum die Grafik, also ich habe das ausprobiert, lief alles und dann irgendwann später nochmal. Warum ist denn jetzt, habe ich gedacht, die Grafik so komisch, ist alles so schwammig und alles irgendwie auf niedrigster Stufe. Kann ich, was ist denn jetzt los? Ja, dann habe ich nicht dran gedacht, ich habe zwischenzeitlich das Netzteil abgenommen. Wenn natürlich, wenn er dann keinen Strom hat, dann geht er durch auf den Akkumodus und dann ist alles ein bisschen weniger. Stromsparender. Ja, und dann. Was ist denn los? Ja, kein Wunder, dann kann es nicht gehen, ja. Naja. Kaum war das Stromkabel dann drin, dann war natürlich alles wieder hübsch, ja, ist klar. Ja, kaum machen wir es richtig, funktioniert es, ne? Wie war das? Wahnsinn, ja, wirklich. Naja, aber jetzt geht's. Das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste, dass es wieder läuft. Dann wollte ich Minecraft natürlich auch schon einrichten. Und da hat er dann gesagt, ich wollte dann ja Arbeitsspeicher erhöhen auf mindestens 8. Und dann hat er, wenn ich über 1000 gegangen bin, also wenn ich über 1 Gigabyte einrichten wollte, hat er dann abgebrochen, nee, fataler Ausnahmefehler. Also von dem MMC-Starter aus, Java-Fehler. Okay. Also da muss ich noch ein bisschen dran überlegen, woran das liegen könnte. Ja. Weil Arbeitsspeicher ist genug drin, also daran sollte es nicht starten. Wie viel Speicher hat er? Java 64. Ja, sollte reichen. Ja, ne, fand ich auch. Also ich habe mich ein bisschen gewundert. Also, hä? Wenn 64 nicht reicht, was denn dann? Nein. Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich was irgendein. Ich werde das alles nochmal runternehmen, neu installieren und dann gucken. Der Klassiker halt, ne? Ja, ist ja immer so. Heute gab es bei uns auf der Arbeit Kantinenklassiker. Kennst du den Kantinenklassiker? Ist das die Currywurst? Ja, die Currywurst. Ja. Perfekt. Ist ein Kantinen. Das ist so ein typischer Kantinenklassiker, ne? Ja, denke ich auch. Geht auch irgendwie. Irgendwie kann man immer mal irgendwie dazwischen klemmen. Ja, auf alle Fälle. So, da kommen wir nicht weiter. Es ist auch so blöd gespawnt, der Ort hier. Ist ja ätzend. Weil es wegen der ganzen Hügel hier. Ha. Kann ich mich an irgendwas beteiligen? Soll ich hier irgendwas ausheben, ausschachten? Oh. Hier den Weg nochmal weiter, oder? Ja, den können wir machen. Ich lege mal den Weg mal fest mit den kleinen Steinchen hier, die ich habe. Wo der Weg so lang geht. Klasse, super, klasse. Ganz großes Kino. Und du darfst dann dazwischen an Schachten. So. Jetzt muss ich erstmal hier wieder So, mal 60 Stück hier wieder machen. Mal gucken, wo wir dann hier runtergehen. Macht das überhaupt Sinn, hier irgendwo hier lang zu gehen? Wo ist eigentlich der nächste Ort? Wissen wir auch nicht, ne? Ist hier überhaupt ein Ort in der Nähe? Ne, ist ja gar nicht. Mal, hab ich denn meinen Atlas? Ich guck mal in den Atlas rein. Stimmt, Atlas haben wir ja auch noch. Warum gucke ich denn nicht in den Atlas? Ogoldo. Also ja, es geht nach nordwestlich ist ein Ort, aber ich glaube näher dran ist Okerdra. Das ist westlich von uns. Okerdra, ja. Das zeigt ja gerade gar nichts an. Was ist das denn? Hä? Muss ich das verstehen? Nee, ne? Ja, jetzt bin ich da. Da bin ich. Da ist die Blumeninsel. Alles kleiner weiß ich. Westlich ist Okerdra. Wo ist im Westen? Wo baue ich eigentlich gerade lang? Wir bauen gerade Richtung
Norden. Wo ist im Westen? Westen ist geradeaus runter. Jo. Ah, der Herr haben schon geschisselt. Und so theoretisch in die Richtung, dann müssten wir irgendwann nördlich von Okadra rauskommen hier. Ja, je Denke mal auch. nachdem, wie wir dann bauen wollen, hier schön rechts am Lavafluss vorbei. Was ist denn hinten noch schön? Was ist denn das? Ach, noch so ein Runder, so ein schönes Bergchen. Vielleicht noch so ein großer Berg, wo man was abbauen kann. Was hat Gelegenheit. Gelegenheit macht Mine? Oder wie heißt das? Ja, ich glaube, das ist das Sprichwort, genau. So, immer ein bisschen aufgefüllt. So, hat er hier schon gemacht. Geschüttelt hat er ja auch schon. Den kann man schon mal alleine auf der Baustelle lassen, den Kerl hier. Genau. Er weiß, was er zu tun hat. Richtung Westen. So, machen wir noch mal. So, wenn du losfährst im Urlaub, dann ist Maler vorbei. Ja, ich denke, wir werden wohl den Freitag losfahren. Boah, 16 Uhr kommen wir eh nicht in die Unterkunft rein. Das heißt, wir fahren dann ja auch so um zwischen 9 und 10, denke ich mal, irgendwie los. Ja, in Dann aller sind wir dann Ruhe. da. Jo. Da muss man auch nichts Ja. überstürzen. Nö, ich habe auch schon mir eine Route ausgesucht. Ich will ja nicht die ganze Zeit A7 fahren. Ich denke, wir werden irgendwie einen Schwenk über so also Richtung Uelzen, Lüneburg, sodass man da ein bisschen abseits der Autobahn fährt. Ja. Jo. Jetzt habe ich noch ein paar Steinchen hier zum. So, ein paar Bretter draus, haben wir das auch schon wieder erledigt. Seenplatte oder so irgendwo, oder wo ging es hin? Nee, ging nach Norden irgendwo hin, ne? Ja, genau, das ist so die Ecke Kappeln, Eckernförde. Da oben mal hin. Oh, da bin ich mal gespannt, wie es so wird. Hauptsache, Hauptsache Wetter Wetter schön. einigermaßen. Muss jetzt auch nicht zu heiß werden, aber so ein bisschen. Noch ein bisschen Sonne, nachts kann es regnen, wegen mir egal. Da am Lavaberg vorbei, okay. Mal hier ein bisschen hier. Ein bisschen die Erde hier weg. Aber was können, sowas, das beherrschen wir ja ungemein. Kann man diesen durch den Lavaberg hier irgendwie ja lahmlegen? So, das wir natürlich könnten, ja. Brauchst du einen Eimer Wasser? Stimmt, das geht ja einfacher. Einmal Wasser habe ich hier irgendwo, warte. Oh, und dann. Stillgelegt. Ich sag mal, Problem gelöst, ne? Also auf jeden Fall effektiv gelöst, ja. Brauche ich noch ein bisschen das Obsidian hier ab. Ist ja schon mal Ah da ja, ist. unten hier der Bruchstein. Auch schön. Ja. Das Andesit. Andesit brauche ich nicht.
Wir mal hier was umpacken hier. Och, ich bin so voll hier, ey. Ich habe ja so viele Sachen hier dabei. Mistiger welcher. Ah, okay, der Rucksack ist voll. Ich habe ja noch einen zweiten Rucksack. Da passt. Ich habe so viel Erde hier mal rein. Eklotiter habe ich hier noch. Ah, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuerchen. Aber keine heißen Füße kriegt. In der letzten Folge bin ich ja noch gestorben, ne? Ja, oh, das habe ich, muss ich noch mal angucken. Bist du irgendwo runtergefallen, oder? Irgendwas passiert, ja. Im Dungeon habe ich gut geschlagen, weil genau so eine verdorrte Frucht habe ich gefressen, die mich ausdörrt. Wusste ich gar nicht. Hat man mir erst hinterher das gesagt. Ich auch schon mal, ja. Fand ich wieder sehr nee, nett. Stimmt, ich hatte das auch dann. Dann warst du dann. Ja, leider. Dann hat man zeitlich. Kann gegen... Ja? Das ist ja, das ist so, selbst bei anderen Giften, das hört dann ja irgendwann auf, aber das geht leider immer so weiter. Aber das geht feste Weg weiter. Soll noch irgendwelche Steinchen brennen oder irgendwas machen? Ja, du bist ja erstmal noch mit Deko beschäftigt, erstmal würde ich sagen, ne? Ich muss gucken, was ich noch dekorieren kann. Ach so. Ich muss erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, hier, ich mach mal Treppe runter. Oh, komplett hier die Treppe runter, ja. Machen wir nochmal so runter. So. So, das Gästehaus, aber das habe ich schon. Ja, das. Da kann man noch ein bisschen was gemacht werden hier. Ja, hat es mich da hingerafft, weißt du? Ich bin in den Dungeon, wollte nur kurz. Okay, gehst du kurz mal rein, dann stand auf so einen heißen Lavastein, bin ich runtergeplumpst. Und da musste ich kämpfen wie ein Bekloppter. Allerdings hat das mein OBS die Folge nicht richtig aufgenommen gehabt. Das heißt, ich habe mir dann den Stream zurückgeladen und dann ganz einfach ja, das Ganze neu geladen dann. Das ist nicht ärgerlich. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Ich habe aber alles hingekriegt dann wieder, also hat funktioniert alles. Denk mal, das ist auch das Wichtigste, oder? Genau. Was ist niedlich? Dieses hier Knurre. Liegt hier eine Menge Obst jetzt hier rum. Dann habe ich hier gleich Schiff machen hier durch. Boah, ich suche das Gästehaus und finde es nicht mehr. Welches Gästehaus? Hier in Ogoldo. Findest du das Gästehaus nicht mehr? Soweit ist es schon wieder, ne? Runter den Berg? Können wir ja mal machen, ja. Ja, hier gibt es nichts Gescheites. Nur für ein bisschen Material zum Bauen. Ja, auch gut.
Setzen wir hier so einen Stein rein, so fertig. Schaut mal gar mal so verkehrt aus, oder? In die Richtung gibt es dann also, sagst du, ist hier ein Dorf Richtung Westen. Das halt bei mir auf der Karte gar nicht drauf. Ich geh mal gucken. Hier blubbert es irgendwo. Ja, Treibsand. Ja, da pass auf, du, der hat auch in sich. Was? Hallöchen. Wo kommt ihr denn her? Oh, geh weg da. Gott. Ich wurde angegriffen. Oh wei. Hier sind ganz viele Piepsis. Krass, über. Oh, Treibsand. Hier gibt es eine Menge Treibsand. Ein Tiger. Okay, hinten gibt es irgendeine Hütte. Ach so, Übernachtungshütte ist das. Die können wir ausbauen. Hier war noch keiner drin, die können wir ausbauen. Okay. Hier ist eine Ruine. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und hier soll ein. Jetzt ist bei mir auf der Karte gar nicht drauf. Richtung Westen. Hä? Ja, ist sicher Richtung, Richtung Westen. Und dann müsstest. Ja, und dann müsstest du irgendwann Richtung Süden abbiegen. Ich höre gerade hier eine Spinne hier irgendwo. Ach, da kommt sie schon. Oh, hier ist gerade ganz schön windig, wo ich bin. Uah. Hier geht's tief runter. Richtung Westen. Oha. Oh, jetzt finde ich. Ich glaube, ich bin gerade in Spinnenhausen. Oh. Wo geisterst du denn jetzt schon wieder rum? Ich finde dich wieder nicht hier. Ich bin auf dem Weg Richtung, Gott, gibt es hier Haufen. Einen Haufen an Spinnen hier. Die verfolgen mich schon. Das geht ja gar nicht. Ja, würde ich mal ein Spinnenwesen nehmen an deiner Stelle. Habt ihr das vorhin gemacht im Keller? Ja, anscheinend nicht gründlich. Oh, einer von den Grünen Volkspartei hier. Noch so einer. So. Jetzt bin ich hier mitten in der Wüste. Hier gibt's Kojoten. Na toll. Ich will nach Hause. Ich sehe euch hier nicht auf der Karte. Ich bin immer noch in Ogoldo. Ich bin noch ganz, ganz weit im Westen schon gelaufen, weil ich einen Ort suche. Ich finde ihn aber nicht. Ich bin gerade auf dem Weg. Hab dich schon auf der Korde. Auf der Korde? Ja. Ah, Spinnen. Oh ja, jede Menge Spinnen. Eieieiei. Ich muss jetzt Richtung Süden gehen. Ja, weg hier. Das heißt, der Ort ist hier drüben. Genau, dann Richtung Süden. Bin schon zu weit Richtung Westen gelaufen. Müsste doch noch bald hier mal erscheinen hier. Hier gibt es ja eine Menge Spinnen hier. Oh, gib mir, gib mir, gib mir. Oh. Oh, warum hau ich auch mit dem Atlas, ich blöd Mann. Wer hier? Wo ist denn für meine Deite Dorf? Oh, dass sie doch hier drüben nehmen? Bietet sich so an. Oh, hier müssen wir aber auch noch ordentlich hier. Unterstützung geben hier das Dorf hier, wa? Also ich hab's Dorf gefunden, Schmersch. Ich bin jetzt hier drinnen. Ich hab's gefunden. Ach ja. Was? Wo denn?
Wir haben ja unser Dorf gefunden. Hier gibt es eine Menge Grobzeug, kann das sein? Wir sind doch gerade in Okerda. Denke ich mal, ne, oder? Ja, das ist ja auch so laut Atlas, ja. Ja. Nördlich und südlich gibt es dann auch noch Dörfer. Ja, das werden wir jetzt mal gucken, hier ein bisschen bauen, anbinden, dass wir hier mal die Infrastruktur hier mal zum Laufen kriegen, ne? Was hältst du denn davon? Okerda wart ihr, ne? Hm. Ich bin auch da, hab's gefunden. Ja, ist doch schön. Gut. Wollen wir wieder zurück, dass wir von hinten weiterbauen? Jetzt, wo wir wissen, was ist, können wir ja. Warte, können. Was gibt's denn noch so? Können wir denn hier. Okay. Da ist der Stein. Yes? Geh weg. Na, Schoki sammelt wieder Kaktussen ein. Okay, wir wissen jetzt, wo es liegt. Ziga, bist du friedlich oder bist du? Das ist ein friedlicher Tiger. War hier schon mal jemand drinne? Nein? Das können wir als Weghaus ausbauen. Das passt hier gut dagegen. Gibt es eine Menge Spinnen. Aus Spinnen können wir Wolle machen. Spinnfäden. Und dann können wir Betten machen. Ja. Bäume haben wir hier auch. Passt aber auf, hier gibt es überall, ne, solche komischen. Huch. Ich glaube, wir müssen in Richtung Osten müssen wir, ne, oder? Hier gibt es auch Kühe. Ja, von wo sind wir jetzt gekommen? Jetzt ist hier ein Wässerchen. Ich glaube, wir sind von hier drüben gekommen, oder? Sag doch mal was. Warte, ich habe hier gerade erstmal hier. Sind wir jetzt? Unrat muss ich erstmal entsorgen hier. Ah, ich muss jetzt wieder viel zu weit im Norden. Wir müssen einmal Richtung Süden wieder. Da lang. Durch die große Savanne. Der Schmerz drückt sich wieder sonst vor draußen rum, oder? Ich habe auf der Karte gesehen. Ja, meilenweit entfernt. Ein Enderman erstmal hier. Die Hütte und da müssen wir die jetzt. Spinnen. Hätte ich auch vorhin gehabt. Und du kommst klar, ja? Ja, im Moment ja. Das ist gut. Genau, hier müssen wir lang. Ich schlage mir jetzt erstmal wieder durch Richtung Osten. Oh, hier ist noch eine schöne Ruine. Ja, fein. Süß, da oben ist eine Schleiminsel. Ja. Geht das schon wieder los. Genau, hier war unser Türmchen. Was wächst eigentlich hier an dem Baum? Was ist das denn hier? Cashewnuss, okay. Gut, ich bin jetzt wieder hier, da wo ich hingehöre. Ist das denn nicht schön? Jetzt kann man erstmal hier eine Paprika essen. Dann habe ich hier noch eine Beere, die kann man fressen. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Weizenkörner. Die kann ich auch noch mal kurz fressen. Die kann ich nicht fressen. Dann Weizenkörner weg. Sieht schon mal gar nicht mal so verkehrt hier aus.
Da ist er wieder, der Schmersch. Er ist wieder zurück. Sein super duper geheim Hammerschwert, ne? Muss ich sagen. Ziemlich geheim. Sind wir wieder raus hier? So, machen wir schon mal. Ja, dann gehst du in den Dungeon rein, willst du nur mal gucken, so sneaken und auf dem Erststein runterplumpsen, mal gucken, was sagt ist. Fällst du auf so einen Lavastein, sag ich mal, ne? Ah. Das war natürlich wieder ganz schön ätzend. Ja, das ist. Ja, glaube ich, da ärgert man sich ja, zu Recht. Ein bisschen zu viel hier weggenommen. Ja, mach nicht ganz so viel. Jetzt gehen wir eine Stufe wieder höher. Ach so, alles klar. Weil das bietet sich doch hier doch an. Ich muss vielleicht mal irgendwelche Steine wieder machen. Ich habe keine Steine mehr hier. Eklotitter Dingsbums, daraus kann man normalen bauen. Das machen wir mal. Und daraus machen wir mal. Kommen wir hier. Flup. Machen wir ja ganz viel. Ja, dieser Weg ist so schön. Ja, mal eine andere Bauart, hatte ich mir gedacht. Ja, das ist doch gut. Na, hier oben brauchen nichts zu machen. Das lassen wir so, sparen wir ein bisschen Material. Ist halt nicht immer derselbe Weg, war also ein bisschen anders gebaut, weißt du? Ja, ist auch eine andere Ecke und so. Genau. So schön. Denke ich auch. Passt auch zu den örtlichen Befindlichkeiten. Deutsch alles richtig gemacht. Ja eben, ich meine, wenn man schon in der Ecke ist und die Ressourcen vor Ort hat, warum nicht? Genau, gleich mal ausnutzen. Toll, super. Was habt ihr so vor im Urlaub? Bin wieder neugierig. Einfach mal schauen, also wir waren ja so in der Ecke so noch gar nicht. Einfach mal schauen, was so machen kann. Also ja, auf jeden Fall viel, naja, ausruhen, was Schönes kochen, mal nach Eckernförde fahren wahrscheinlich und so ein paar Sachen angucken. Ja, das bisschen chillen. Entscheiden wir meistens, ja, wir entscheiden das meistens dann auch spontan. Morgens dann irgendwie nach dem Frühstück gucken, was könnte man machen. Und dann irgendwie losfahren. Und dann, ja. Genau. Na, Frühstück überlegen, den könnte man umlegen. Dann geht das. Genau. Richtig. Das ist doch schön. So. So, das Löwenzahn kann man ja mitnehmen. Ein Riesenbaum hier, Junge. Da ist die einzelne Hütte und da ist das Dorf. Okay. Sollten wir vielleicht bei der Hütte bald anfangen und von da einfach geradeaus runterbauen, weil wir bauen direkt gerade oft drauf zu, auf so einen Dann machen wir das.
So, hier gehen wir wieder so ein Steinchen wieder runter. Ich finde dieses Gästehaus nicht mehr. Gehen wir um den Baum hier rum, ja, aber den lassen wir hier stehen. Ah, ich so habe. Aber das ist jetzt fertig dekoriert, mein Gästehäuschen. Das ist doch schön. Ja, Akaziensetzling habe ich, okay. Erde, muss ich mal ein bisschen. Brauchen wir noch Erde für Wege zum Stopfen? Ja, da haben wir noch ganz viel. Ich habe noch ein Akaziensetzling. Habe ich da gerade irgendwo hingesetzt? Noch einer, der mal. Wie auf Akazienfarm hier oder was? Ja, ich habe eben einen Baum gefällt hier. Das war eine Akazie. Der droppt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Setzlinge. Ich habe auch schon vier Setzlinge. Oh, erstmal was zu trinken. Ja, wieder verkehrt gesetzt hier. Ach, Mann. Dann gehen wir hier um hoch. Ach, Mann. Wir haben schon Ewigkeiten keine Wege gebaut, kann das sein? Ich glaube, gemeinsam Wege bauen am meisten, glaube ich, auf dem letzten Server, glaube ich. Genau. Aber hier müssen wir das auch mal machen, Mensch. Ja, wo denn? Auf dem letzten Server war dann auch hier. Ja. Wie hieß denn? Ja. Na, jedenfalls haben wir da viele Wege gebaut, ja. Genau. Durch viel unwegsames Gelände. Genau, das ist wohl wahr. Hier Haufen Pflanzen, jetzt mal wieder neue Pflanzen hier. Komm her hier, kommst da hin. Kurz ein bisschen Steine holen. Hier drum ist auch so ein Steinfundament. Wo könnte ich denn noch ein bisschen was dekorieren? Ich habe da nichts zum Dekorieren hier. Gibt doch genug. Du kannst die Häuser weiter einrichten. Ja, das kann ich machen. Ach, hier ist ein Spawner drin. Darum kommen die Spinnen hier raus. Okay, dann lassen wir es mal. Dann lassen wir das Ganze hier mal. Auf Odolgo? Ja, dann mache ich die alle noch ein bisschen gemütlich für die Knurris. Mach das. Ist süß. Ich muss ja mal wieder ein paar Steinchen finden, aber ich finde hier keine Steinchen. Das ist richtig schlimm. Oder vielleicht hinten da beim, wo okay. Die Lava war, da ist vielleicht noch was. Also hinten ist schon das Häuschen, das sehe ich schon, wenn wir hier um die Ecke sind. Um das Gebäude hier rum.